House of Fables und Artifex Mundi präsentieren ein Spiel, das man am besten mit Ton spielt. Und es heißt... Nature always fascinated me. That's why I became a botanist. But my family had a unique heritage. Magic was alive in our blood. It was this magic that helped me in my research. When I was looking for a safe place for the fern flower, I asked my brother for help. My sister, the PhD botanist. How can you believe in all this magical nonsense? Take it easy, big bro. There's so much more to this world than your serious science. This flower has unique powers. Okay. Eventide 3, Erbe der Legenden. Ein Wimmelbildspiel von Artifex Mundi und House of Fable. Ja, los geht's, ne? Spielen. Normal. Und heutiger Tag. Wow, I'm surprised at how large it's grown. Still, I believe the microclimate has more to do with that, not magic. Oh, brother. I do hope someday you'll find your way. Another storm? The weather's been crazy since spring. Is that snow? In July? Quick, a storm is coming. We need to get to shelter. Let's hide in my house. Follow me! Hi, folge dir. The wind is strong. Grab the branches to stay on your legs, Mary. Ich werde die Einladung spielen. Greife den Ast. Take my hand. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du deine Aufgaben in der Aufgabenliste nachlesen. Watch out! How did you know? I don't know. It was just a strange feeling. Hurry up! My leg is stuck! Nimm den abgebrochenen Stone, Mary! Hier untersuchen, benutzt den Ast und den Winkel. We need to climb up there. Tie the rope while I take care of these thorns. Ich nehme das Seil und binde das. Ich finde einen Tipp, ja. Nimm das Seil und wirf es dahin. Take my hand. Nimm deine Hand. We're almost to my house. Okay. Hier kannst du zu einem anderen Ort gehen, okay? Oh no! What happened here? What a huge hole! Lightning really do this much damage? What the heck? Mary, watch out! Help! Oh no! Let him go! Help! Josh! What is that? Go! Gun! Yes. Magical creatures. Where did they take John? Hey, what was that? Was für ein Intro. Ja, gut. Wimmeln und so weiter. Meine Lupe hat einen Schweif. Ich brauche ein Werkzeug, um es zu öffnen. Wer hat dir das gedacht? Das ist ein magisches Geschöpf in den Brettern. Ich nehme eins nach dem anderen weg. Am besten immer das, was gerade nicht irgendwie. Wo was anderes drauf liegt, meine ich. Oh, eine Geldbeutel. Took John. I have to help. Ja, are you okay? Those monsters kidnapped my brother. Sachen sammeln. A human sees me? How? Oh. Zmaze, I need to wake him up. He knows what's going on here. Ja, ich nehme den Geldbeutel, ich nehme was auch immer das ist.
It's too heavy to lift. I need to pull it away somehow. Okay. Was mache ich denn mit dem Geldbeutel? Kurz sieht aus wie eine Kombination, ich sollte mir merken. Da bin ich zusammen mit John und unseren Freunden aus dem Moorland Park. Ich für Mrs. College. Das Leben war so einfach. Ich bin die da. Nein, die da natürlich. Okay, ich gehe jetzt mal wieder zurück. It's strange that the storm stopped so suddenly. It was a proper blizzard. Ja, was haben wir hier denn? Es ist seltsam. Suche all die versteckten Ornamente. Das erste Ornament gefunden. An jedem Schauplatz findest du Sammelobjekte. Es leuchtet blau, sobald du lange noch nicht alle Objekte gefunden hast. Gut, ich nehme. Was das Eis zerbricht. Muss erst den Schlauch anbringen. Dinge, das zu tun, als den Garten zu gießen. Okay. Was haben wir denn hier? Ich kann sie nicht erreichen. Okay. Muss ich gerade den Balken befestigen, aber wie? Ich guck mal hier nach. Ist das ein Fasan? Was ist da im Gras? Ein Ei. Noch ein Ei. Und drei Ei. Dann bin ich endlich an diesen Löffel. Komme. An diesen Greifer komme. Jetzt lege ich die Eier wieder zurück. Bin ja kein Arsch. Und denke immer noch, das Ei hat dann. Feder am Kopf, so. Truhe ist verschlossen. Das war ein Sammelobjekt. Hier habe ich einen Meißel. Und das Schloss ist verrostet. Und das Öl konnte ich vorhin nicht aufnehmen, was ich aufsammeln wollte. Ich muss das Eis zerbrechen. Meißel? Kann ich ölen. Dann mache ich das doch mal kurz. Da. Wenn ich hier schon die Kombination weiß, dann kann ich da mal das Öl ran machen, dann haben wir das nämlich wieder frei und ich kann oh, das Vorhängen schloss nämlich mit. Stimme vor Regenmonate, Tornado vor Regenmonate. Stimme letzten Jahr, Tornados letztes Jahr. Stimme und Tornados sind in letzter Zeit sehr häufig. Das ist nicht normal, ne? Auch nicht normal, dass ich einen Nussknacker hier finde. Obwohl, da sind Nüsse drunter. Da geht das. Ist das Ammoniak? Gut, dass es sich aufbewahrt wird. Das ist wirklich gefährlich, ja. Wieso habe ich hier jetzt noch so ein Ding? Ein Schlüssel. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo noch so ein Dings ist. Hier ist keins mehr. Nichtsdestoweniger muss ich jetzt das Schloss hier anklemmen, damit das verbunden ist. Und dann kann ich hier dran nicht drehen. Komm ich da mit der Zange ran? Okay, ich habe irgendwie gedacht, ich müsste das Wasser da reinpumpen, damit das höher geht.
So, jetzt habe ich Smell befreit. I must help John before Zmaze takes him to Varai. Zmaze, Varai. I need to wake him up. Ja. Dafür nehme ich dieses Geschirrtuch. Komme ich nie ins Haus, das ist so gefährlich, ja. Gut, ich habe Bild, ich habe... Oh. Ich habe einen Nussknacker, ich habe ein Geschirrhandtuch. Keine Ahnung, was ich vorhabe. Ich muss jetzt irgendwie aufwecken. Meine erste Idee war ein nasses Handtuch. Hier kann ich nicht mehr hin. Der Nussknacker macht das Schloss nicht auf. Da ist schon das Schloss auf. Der Tag von Johns College-Abschluss. Hier nämlich, wir haben dieses Bild gemacht. John mag alte, bewährte Lösungen bevorzugen, aber auch muss neue Technologien nutzen. Na, stolz verleihen wir den Magistertitel an der Meteorologie an John Gilbert. Rezept für Riechsalz: Kräuter, Ammoniak, Menthol. Denk daran, dass reines Ammoniak sehr giftig ist. Einen gebrochenen Arm bandagieren. Eine Wunde desinfizieren. Dass das alles hier liegt. Abgeschlossen. Ich finde alle Karten vom Pantheon. Das muss sich seltsam aus und ich kann es nicht öffnen. John, ich weiß, dass du nicht an meinen magischen Unsinn glaubst, aber ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich muss eine ungewöhnliche Blume anpflanzen. Das Klima in deinem Wald scheint perfekt zu sein. Und ich hoffe, du wirst glücklich sein, dass deine kleine Schwester wiederzusehen. Ja. Alte Familiensachen. Das sind Aberglaube und alte Märchen. Wir können das Buch an jemanden verkaufen, der Kuriositäten sammelt. Das Buch könnte etwas wert sein, aber ich finde, es ist kein Weg, es zu öffnen. Ich finde einen Weg, wetten. Oh, das ist immer noch dasselbe. Da ist ein Topf. The weather is truly insane. Snow in summer? What's going on? Ja, alles kaputt, ne? Heute Ammoniak Menthol. Ich kann hier aber auch nichts mitnehmen, ne? Hier Zutaten platzieren, ja, die kenne ich. Ouch! Oh, this steam is too hot. Aha. Habe ich hier einen Schlüssel? Da ist ein Schlüssel dran. Mit zwei Schlüsseln dran. Oh nein, dieser Schlüssel ist kaputt. Oh, okay, nur ein Schlüssel dran und eine Anhänger. Den Schlüssel? Wieso kann ich bei dem Draht was machen und ich kann nichts machen? Egal. Jetzt kann ich den umwiegeln. Erste-Hilfe-Kit-Schlüssel. Okay, den kenne ich. Was ist das eigentlich für ein Buch? Ah ja, das war ja das mit. Eine zerbrochene Pinzette und Menthol. Menthol ist cool, denn das kann ich hier gebrauchen. Warte mal kurz. Krieg auf den hochgehobenen Bereich, um ein Wimmelbild zu starten. Ja, meinetwegen. Ja, kenne ich, danke. Kräuter.
sind Kräuter, das sind Kräuter, das sind Kräuter, da sind Kräuter. Ich habe wieder irgendwas geschafft. Da sind ein Frosch. Kräuter. Wo kann ich das denn jetzt sinnvoll hinlegen? In den Schuhen. In die Vase. Achso, damit kann ich die auch. Kräuter. Kräuter. Ich muss die Spinnenweben entfernen, aber nicht mit bloßen Händen. Nehme ich den Handschuh für. Hier ist noch Kamille und. Achso, das grüne Zeug hier brauche ich auch. Und das da. Wie viel? Vier noch. Ja. Ich muss sie irgendwie zur Seite bewegen. Nehmen wir den Hand. Gut dafür. So, ich brauche jetzt noch. Den. Und jetzt noch mal was Kameliges wahrscheinlich, wie ich das kenne. Oder ich übersehe was total. Oder ich muss noch irgendwas zur Seite biegen, damit ich das sehe. Mit den Rosen hatte ich ja schon. Da setzt die Musik auch schon wieder aus. Ah. Kräuter. Ich wollte aber eigentlich hier jetzt mit dem Draht irgendwie das Ding aufmachen. Auch ein Dietrich, ja. Nehmen wir noch die Pinzette dazu. Plötzlich kannst du es. Wunderbar. Ammoniak. Und hier nochmal. Immer ein wissenschaftlicher Ansatz. So ist John, ja. Gut. Dann kann ich jetzt hier ins Haus und mir einen Drink machen. Dann nehme ich die Anleitung in Folge. Ich tue das alles in den Topf. Puh, was für ein Geruch. Misch das ordentlich durch. Mach es heiß. Warte ein wenig. Muss ja richtig schön die Aromen verteilen und die Aromen verteilen und Gifte abtöten. Und jetzt mache ich das in die Flasche. Einmal gut durchschütteln. I have to hurry. It's not safe here. Das mit dem Durchschütteln war anders gemeint. Und aufhören. Oh, I can recognize you now. You're John's sister, the one who turned towards magic. That's why you can see me. That's true. And you must be a magical creature. I'm Itvar, the guardian of this house. Do you know who those monsters are? Where did they take John? They are called Zemaes, and they are pure evil. They live in Varai, the land in the clouds. I need to get there. Can you help me? Maybe. John never accepted his heritage, but I know this box hides the story of your family. I hope you can decipher it and find a way to follow John. Ja, danke schön. He looks like some kind of wizard. Ein Stück fehlt. Ein Stück des Puzzles fehlt.
Hier kann ich drücken. Jetzt habe ich einen Sonnenschlüssel. Den kann ich da vorne reindrücken. Und mir das Teil da rausnehmen. Kann ich denn hier einsetzen? Und tausch das aus. Dreh es wieder rum und nehme das Ding daraus. Damit ich da oben das in der Drehscheibe rein. Witchcrafters? Magical powers? In our good old scientific John? Für jeden Mann aus unserer Familie. Ich hoffe, eines Tages werden unsere Zauberkräfte wieder gebraucht werden. Diese Magie liegt in euch und vielleicht müsst ihr sie eines Tages benutzen. Dieses Buch, das seit Generationen in Besitz unserer Familie ist, ist der Beweis. Witchcrafters? Magical powers? In our good old scientific John?